So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Pokémon Go. Kennt ihr noch diese Arena? Guckt euch das mal an. Da ist der Sonnenschirm. Da ist der Liegestuhl. Da ist die Frechdachsmöwe. Guck sie dir an. Das sieht doch richtig herrlich aus. Vor allem jetzt auch mit dem Hintergrund. Da hat man auf jeden Fall Freude dran. So, was haben wir noch? Hier steht ein Auto. Da wollen wir mal kurz reingucken. Hallo Hannes. Moin. Da ist der Hannes. Der Hannes, es ist bei uns nämlich jetzt hier der Montag. Es ist Neujahr. Es ist der 1. Januar. Wir wollen einen Community Raid machen mit Chabelle, weil ab 10 Uhr ist Chabelle in die Raids gekommen. Mosquito, Voltrian auch, aber nur in den ihren Gebieten. Die gibt es hier leider nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht einen Fan-Raid machen kann bei beiden. Wie ich das mache, ich habe mir jetzt extra ein paar Coins angespart aus den Arenen. Wir sind jetzt hierher gefahren, wollten schnell den Community Raid machen. Jetzt habe ich den aber für 12 Uhr gepostet, das ist noch eine halbe Stunde. Wir gammeln jetzt also eine halbe Stunde hier rum am Arsch der Welt, weil hier ist halt einfach wirklich nichts. Du guckst dir das Ding an und nach 5 Minuten hast du dich satt gesehen und seitdem stehst du einfach nur da und wartest. Eben ist ein Bus vorbeigefahren, das war cool, aber wir haben ja Möglichkeit, uns die Zeit zu vertreiben. Wir haben nämlich ein Team gemacht, das kann ich euch mal zeigen hier. Wir haben ein Team gemacht, Team erstellt und da können wir jetzt hier Pokémon fangen. Wir müssen 30 großartige Würfe machen und ich mache das hier immer in meinem Queststabe. Wenn ich hier reingehe, drücke ich da drauf, dann muss ich hier nur großartige Würfe landen. Und so vergeht auch die halbe Stunde. Brettle ist am Start, so wie alles andere auch. Und dann warten wir mal, gucken, wer sich alles eingetragen hat, wer alles eingeladen werden möchte zum Community Raid mit Chabelle. Das Ding kannst du eigentlich solo machen. Das hat ja eine extreme Flugschwäche, also Flug müsste doppelt effektiv sein dagegen. Nehmt Flug-Pokémon, wenn ihr was habt. Ich weiß gar nicht, ob ich was habe. Muss ich mir dann anschauen, was es vorschlägt. Wir sind zu zweit, wir hätten das so schon geschafft. Ich hätte es alleine wahrscheinlich geschafft, weil ich muss eh immer mit zwei Handys rumwühlen. Also sind wir eigentlich zu dritt. Aber ich habe schon gesehen, es haben sich etliche Leute eingetragen. Vielleicht einfach, weil es der erste Raid im Neujahr ist und dass man zusammen so macht. Jetzt guckt doch nochmal an, wie schön der Himmel ist. Und wie die Hütte da aussieht. Und wie der Hannes da drin sitzt, ne? Das gibt Urlaub-Feeling. Hätte ich jetzt Photoshop, hätte ich noch eine Flasche Bier in die Hand reingemacht, so, damit die Vorurteile, ne? Ich habe gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich möchte mehr Bier trinken. Spaß. Wir warten jetzt, bis der Raid anfängt, dann stellen wir euch da aufs Auto, gucken, wie wir einladen und dann wird das wahrscheinlich der einzige Chabelle-Raid sein, den ich je mache, weil ich hasse das Teil. Ich hasse das Teil. Ich würde so viele Voltrian-Raids gerne machen. Aber es geht halt nicht ohne Fanrate-Pässe, deswegen. Was ist euer Favorit? Chabelle, Voltrian, Mosquito? Schreibt's mal rein. Der nützlichste ist wohl wahrscheinlich Voltrian, der coolste ist Mosquito und deswegen machen wir Chabelle. So, die Liste ist voll, schon seit gefühlt 10 Minuten. Es sind alle 10 Leute, die man einladen soll, in der Liste. Es sind immer noch 10 Minuten bis um 12. Wir sitzen weiterhin hier rum, machen Aufgaben. Haben schon die 35 Würfe geschafft, also die 35 großartigen. Jetzt geht es hier irgendwie nochmal an gute Würfe oder so, glaube ich, ran. Genau jetzt verkacke ich es natürlich wieder. Die ganze Zeit sitzt man da entspannt und fängt. Jetzt filmt man gleichzeitig und will fangen und dann wirft man wieder nur Scheiße. Da war ein Muschas drin. Hebt euch immer mal schön im Queststapel ein bisschen was auf. Wenn ihr mit dem Auto irgendwo in der Pampa rumsitzt, dann könnt ihr da in Ruhe dann eure 100 Pokémon aus dem Queststapel raussaugen. So, 11.50 Uhr, ihr seht es ja sogar oben eingeblendet, also ist noch Zeit. 13 von 35 Würfe, das kriegt man auch noch hin. So, seht ihr den Hannes da hinten? Hannes hat gesagt, er läuft jetzt, weil bei ihm kommen ja keine Pokémon, er hat keinen Queststapel. Gibt so Menschen, die haben keinen Queststapel, aber er hat Rauch an. Deswegen läuft er jetzt, damit was erscheint, dass er dann auch mitfangen kann. So, es ist 11.58 Uhr, Hannes ist wieder da. Der sitzt irgendwie so da hinten, so auf der Toilette wahrscheinlich. 41 von 45 Pokémon jetzt bei guten Würfen. Das ist schon wieder das nächste Kapitel und Linus ist beigetreten. Jetzt möchte ich euch aber mal ganz kurz zeigen, noch im Community-Tab auf YouTube habe ich doch hier gepostet,
hier Chabelle in 5er Rates, ne? Da ist wieder alles drauf, was ihr braucht. 16,24 ist der 100er Wert. Oder 20,30, da ist die Weakness drauf. Weil das Ding ja Kampf und Käfer ist, nehmt ihr Flug. Weil Flug ist doppelt, es ist aber auch Feuer, Psycho und Fee wäre gut. Ihr habt hier sogar die Grafiken noch fürs Buzz Bowl, hä? Und für, pass auf, Xurkitri, also für Voldrian und Mosquito ist auch alles da, könnt ihr euch wieder angucken. Ich habe in der Raid-Gruppe gepostet, in der Ramses-Raid-Gruppe bei Telegram. Und hier haben wir jetzt alle Leute, die wir einladen. Gopo, Gomanu, Pokehunter, Sveko, Duct, Active, Gary, Matze, Notland, Genaya, Creeper, Niki, Lufenri, Niki, Scheffe. Aber ein was fällt auf. Ich habe den Active Gary nicht in meiner Liste. Vielleicht habe ich den mal gelöscht, weil er... weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht drin. Oh, warte, ich muss hier... einen Wurf brauche ich noch. So, und nochmal Belohnung abholen. Perfekt. 23 Dinger habe ich gemacht. Linus 14. Der Linus ist da immer fett dabei. Was haben wir jetzt? 50 Bären, 50 großartige Würfe, 45 Pokestops oder Arenen. Nehmen wir das. Das ist eine Aufgabe, die nervt jeden. Dann können wir jetzt auf den Raid gehen. In den Raid gehen. Durch den Raid gehen. Chabelle. Ach, ist das schön, ne? Gibt's trotzdem nicht in Shiny. Wir gehen einfach öffentlich rein. Und hat immer gedacht, wenn die dann zurückkommen, die Ultra-Bestien, zum tausendsten Mal, dann bestimmt mit Shiny-Einführung, aber nix. Jetzt lade ich hier die paar Leute ein. Den Active Gary hatte ich mal in meiner Liste. Aber entweder hat er hier Level abgetriggert und dann habe ich den erstmal gelöscht, um zu gucken, wann es ihm auffällt. Oder ich muss, oder war inaktiv, oder ich habe Platz gebraucht, oder ich weiß es nicht. Active Gary kennt man eigentlich aus der Raid-Gruppe. Er ist auf jeden Fall nicht da. Ich habe ihn nochmal markiert. Er sollte nochmal adden, bitte. Er hat nicht geaddet. Das heißt, ich kann ihn jetzt leider nicht für den Raid einladen. Und du hast bestimmt keinen Active Gary bei dir in der Liste. Nein. Das wüsstest du aber, ne? Ja, das wüsste ich wirklich. Gleichzeitig sehe ich, ich habe glaube ich auch keine Flugangreifer, ich habe einen Mega-Tauboss, also einen Tauboss, was ich zu einem Mega machen kann, aber kann ich auch nicht, weil ich habe ja keine Mega-Energie, aber kann ich irgendwann mal zu einem Mega machen, wenn es mal in den Raids war. Das ist mein einziges Flug-Pokémon, was ich wahrscheinlich auf dem Account habe. Der Samyang geht noch rein, ansonsten seht ihr ja, Feuer geht ja auch. Deswegen ist ja Henry Niki und Blondbar dabei. Die habe ich dank den letzten Events, wo es vermehrt Flampivions gab, jetzt auch gepusht auf 3498. Die Gardevoirs als Fee sind natürlich gut oder halt eben auch als Psycho sind gut. Requharzer. Wo kommt denn das Requharzer her? Ich habe letztens einen Glückstausch mit Mäusekind gemacht, habe mir ein Shiny Rayquaza als Glücks-Pokémon rübergehauen, leider Level 20. Hannes ist komplett ausgerastet und hat mir ein Level 40er Rayquaza gestern getauscht, weil er gesagt hat, er hat viele gute auf der Hand und das eine braucht er nicht und er hat noch ein paar Bonbons übrig und hat jetzt eins auf Level 40 gepusht. Den Eintrag hatte ich ja schon, war auch nicht so teuer, hat nur 800 gekostet, glaube ich, statt 40.000. Und so habe ich jetzt ein Level 40er Rayquaza mit allem, was man braucht, sogar mit Zenit-Stürmer-Attacke. Aber es fehlt trotzdem die Mega-Energie, um das irgendwie mal zu entwickeln. Also wenn Rayquaza mal kommt, muss ich gucken, dass ich da was mache. Und dann wächst die Sammlung, dann wächst die Sammlung. Definitiv. Ich wollte ohne Legendäre spielen eigentlich auf dem Habanero-Account, aber wenn man jetzt Level 40er Legendäre wie Rayquaza, Kyoko, Groudon oder sowas hingestellt bekommt mit einmal, dann sagst du nicht nein. Dann sagst du, okay, dann macht's auch wieder mehr Spaß. Wenn man da steht und hat nichts, ist irgendwie immer voll blöd. Und wenn dann alles in den Arsch gestopft wird, das ist das Beste, was es gibt. Eigentlich nett, aber in dem Fall schon, deswegen beruhigt euch. So, wir gucken mal hier. Der Samyang hat 16,09. Wie viel hat der Hannes? Wie viel habe ich? Ich habe... 15,72. Das heißt, der Samyang hat das Beste. Das Ding ist halt, dann ist Sabrina spielt. Guck hier, jetzt habe ich sie erkannt. Weil, nämlich, die kommt ja aus Berlin, die spielt Pokémon. Und das ist ja das erste Mal, glaube ich, zum Berliner Go-Fest damals aufgetreten. So hat Nayendix sich inspirieren lassen und hat die Sabrina. Also wenn ich das fange, nenne ich es einfach Sabrina. Und dann wisst ihr, warum das Chabelle Sabrina heißt.
weil das so eine elegante Dame ist. So, jetzt müssen wir es aber auch fangen. Hannes, es ist 0 Uhr. Oh mein Gott, juhu, gesundes Neues. Ja, Hannes, Neues, jetzt haben wir verpasst. Oh, jetzt haben wir gar keinen Sekt dabei. Nee. Hört ihr es? Das Feuerwehr geht los im Hintergrund. Vielleicht ist es auch davor, glaube ich, weiß nicht. Das kann man immer nicht auseinanderhalten. Es klingt immer beides gleich. So, Chabelle ist jetzt drin. Trotzdem kein Sekt dabei. Das neuer Pokédex-Eintrag. Dann bewerten wir es noch kurz. Wir wissen ja eh schon, dass es schlecht ist. Und eigentlich brauchen wir es, wie gesagt, nicht. Aber guck mal, es fängt sogar schon mit S an, wie Sabrina. So, Sabrina. Spiel. Passt nicht hin. Das T geht nicht hin. Spiel. Das T geht nicht hin. Sabrina, Spiel. Sabrina, was machst du da? So, das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir müssen jetzt zurück. Wir wollen nämlich das trotzdem erst am Dienstag hochladen. Und ihr kriegt ja die Forschung am Montag. Wir haben noch was zu tun. Der Tag ist noch lang. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Viert euch. Und cool, dass alle dabei waren und man 10 Leute mitnehmen konnte. Also eigentlich nur 9, weil der Active Gary ist Inactive Gary geworden. Weil der ist nicht da. Oh, da kommen Hunde. Schnell weg.